So, da wären wir wieder. Und wir lassen gleich mal die Pause auslaufen. Und irgendwie ruckelt das gerade. Aber ja, mein Plan für diese Folge ist es, möglichst lange das Spiel laufen zu lassen. Ohne großartig zu pausieren und irgendwelche Sachen zu verändern, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind oder so. Gerade deshalb, es sind halt meist nur Kleinigkeiten. Also echt nur pausieren, wenn irgendwas Drastisches passiert. Und in der Zwischenzeit gucke ich mir halt das Fort mal ein bisschen genauer an, was denn alles noch gemacht wird. Oder gemacht werden muss und mache so eine kleine Liste. Also, die ganzen Tiere werden nach und nach abgeschlachtet, das ist gut. Unsere Fleischvorräte werden aufgestockt. Unser Burggraben ist soweit fertig. Die Zugbrücke ist oben, okay. Hier haben wir genug Fallen. Die Floodgates sind unten. Die Händler sind immer noch am Rummelankulieren. Aber ich denke mal, da die unbewaffnet sind, dürfte das kein Problem sein. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie unbewaffnet sind, denn nur die Wachen haben normalerweise Rüstung und Waffen an. Dürfte also kein Problem werden. Auch wenn wir nur zwei Leute in der Miliz haben, das passt schon. Apropos zwei Leute in der Miliz, sind das wirklich nur zwei Leute oder ist hier wieder irgendwo einer im Käfig? Da ist immer noch einer im Käfig. Ja, ich weiß nicht, warum ich das immer wieder mache. Aber irgendjemand meinte, ich würde angeblich den Käfig immer aufstellen, den Zwerg den Befehl geben, ihn freizulassen und ihn dann doch wieder auf den Stockpile schmeißen. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also ich sage jetzt BJ, also Käfig aufstellen, drück X, wähle jetzt hier den Käfig mit dem Zwerg aus. So, und warte ab. Dann wird er jetzt dahin gebracht. Und da blinkt er. Jetzt komischerweise grün und nicht das Zwergensymbol wie vorher. Okay. Käfig ist also aufgestellt. Das heißt, ich gehe drauf, drücke Assign und drücke bei seinem Namen Enter. Dann ist dieses kleine Viereck da verschwunden. Das ist die Markierung, das halt da zugeordnet ist. So, Escape. Und warten wir ab. Jetzt müsste eigentlich irgendein Zwerg kommen. Das darf nämlich jeder. Und das Tier in Anführungszeichen aus dem Käfig freilassen. Ah, ein Mandat, ja, okay. So, aber stattdessen wird der Käfig zurückgebracht zum Stockpile. Das ist ungewöhnlich. Das gucken wir uns gleich genauer an. Erstmal ganz kurz, das Mandat ist mal wieder... Crossbows 3 diesmal. Ja, wir hätten gerne keine Rock-Crossbows, nein. Wood-Cross... Oh, drei Stück. So, also das mit dem Aufstellen und Assign klappt wohl nicht so ganz. Wie machen wir das dann? Also ich stelle es nochmal auf. Da. So, lass weiterlaufen. Der kommt sich auch bestimmt ganz schön verarscht vor, da mit Zwerg. Solange er gefüttert wird, ist alles okay. Hm? Also, jetzt steht er wieder da. Was mache ich jetzt? Ich könnte ein Gefängnis draus machen. Nee, gar nicht. Ein Zirkus ist das, glaube ich. Aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen ihn freilassen. Ich könnte jetzt noch andere Tiere da mit hinzuordnen, aber das will ich eigentlich nicht. Oh, ich könnte den Zwerg einem Pastor zuordnen. Warte mal, das probiere ich mal aus. Pause, obwohl ich das eigentlich nicht so häufig machen wollte, aber hilft nichts. I. Da haben wir einen schönen Pastor. Shift P... Shift N. So, hier sind ganz viele Namen, aber das sind alles Tiere, die einen Namen haben und kein Zwerg. Scroll ich mal ein bisschen schneller durch. Rooster, Ratte, Goblin. Und das ist jetzt bestimmt irgendwo unser Zwerg, weil wir können nicht erkennen, was es ist, weil... Tap. Ah, so geht das, genau. Goblin. Goblin, Katze, Krimskrams, Troll. Goblin. Irgendwo dazwischen ist bestimmt einmal Dwarven Crossbowman gewesen. Deswegen sehe ich das nicht. Aber das schaut nicht so aus. Okay, also man kann Zwerge nicht einem Tiergatter zuordnen. Was ja auch schon mal eine wichtige Information ist. Aber das hilft uns nicht wirklich weiter. Also, Käfig aufstellen ist es nicht. Wir könnten den Käfig jetzt einfach
Oh, vielleicht müssen wir ihn erstmal wieder reclaimen oder so. Das kann sein. Ich gehe mal mit K drüber. Nimm, 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 nimm. Da. Enter kann ich schon mal nicht drücken. Geht das mit V? Ja, das ist der Händler. Das ist nicht unser Zwerg, der da melancholisch ist. Also mit V kann ich ihn nicht anwählen. Ich kann echt nur mit Q das Gitter anwählen. Na gut, dann machen wir einfach D, B, C, Reclaim auf den Zwerg. Die Farbe hat sich nicht geändert, aber wir können dafür schon mal die Sachen, die hier sonst so rumliegen, reclaimen. So. Jetzt warten wir einfach mal ab. Vielleicht wird er ja so freigelassen, weil er jetzt erlaubt ist. Vorher durfte er nicht angefasst werden, weil er verboten wurde oder so. Das ist echt skurril. Also in der Version, die ich früher gespielt habe, oder in den Versionen, die ich früher gespielt habe, gab es das nicht, dass Zwerge in die eigenen Fallen laufen. Aber jetzt, sobald sie ohnmächtig werden, schnapp. Das kann echt übel enden, denke ich mal. Und wir hatten doch schon so viele Zwerge in den Käfigen gehabt. Also ja, ein, zwei von denen sind vielleicht eventuell gestorben. Aber mindestens einer ist auch freigegangen. Und das habe ich, glaube ich, genauso gemacht wie hier eben auch. Aber ja, das mit dem DBC hat nicht geklappt, das ist Reclaim. Vielleicht hat es doch geklappt und es wirkt jetzt erst, wenn wir ihn wieder hier D designieren. Und darf vielleicht mal einen Hund reinpacken. Dadurch müsste der Käfig ja an der Stelle bleiben. Das heißt, er kann nicht zurücktransportiert werden. Und es soll ein Hund in den Käfig gebracht werden. Das heißt, der Käfig muss auf jeden Fall da bleiben. Das heißt, der Zwerg muss raus, weil er nicht zugeordnet ist. Versuch es wert. Escape. Pause weiterlaufen lassen. Ja, so viel zu dir. Nein! Eine Katze hat unseren Liberty Denied adoptiert. Ich hasse Katzen. Aber ja, was ich davor sagen wollte. So viel zu unserer Theorie oder zu meinem Vorsatz, dass ich das Spiel durchgehend weiterlaufen lasse. Und der Zwerg ist draußen. Das scheint es echt gewesen zu sein. Also entweder musste man ihn vorher reclaimen oder man musste irgendein anderes Tier zuordnen und den Zwerg rausschmeißen. Komische Sache, das. Oh, das hier. Ist das derselbe Zwerg? Was zur Hölle? Was wollt ihr von mir? Jetzt habe ich mir natürlich nicht den Namen gemerkt. So, nochmal. Da ist wieder ein Zwerg. So. Ich sollte da echt mehr drauf achten. Okay, also wir haben jetzt hier ein Käfig mit einem Zwerg. Ist hier noch irgendwo ein Zwerg? Und momentan könnte es ja sein, dass hier ein Zwerg war, mit dem wir die ganze Zeit rumexperimentiert haben. Und dass hier noch einer war. Aber das sieht nicht so aus. Da ist ein Troll. Also. Da ist unser Hund drin. Das heißt, wir machen jetzt wieder D, B, C. Claimen unseren Zwerg, dass er zu unserem Stamm gehört. Sagen jetzt, du sollst da raus, aber nee, das ist derselbe. Der Name Ollon kommt mir bekannt vor. Ich schicke jetzt nochmal einen Hund raus und ich starre jetzt mit Argus-Augen auf diesen Zwerg. So, zack. Er transportiert den Käfig jetzt wieder weg. Und da ist der Zwerg wieder. Ich glaube, ich habe gerade einen Käfig geklont. Der Käfig steht immer noch da. Und der Zwerg ist wieder auf seinem Stockpile in dem Käfig. Also falls wir jemals einen Adamantin-Käfig haben, ich weiß, wie raus man da ganz viele machen kann, aber das hilft uns nichts. Okay, überlegen, überlegen, überlegen. Die Zeit läuft eh weiter, genau das wollte ich ja auch. Und da ist jemand tot. Was ist gerade passiert? Ganz viele Tiere wurden geschlachtet, ja. Soweit, so gut. Aber warum ist da jetzt eine Leiche auf dem Boden? Also irgendwie geht es hier echt ganz komisch ab. Also Solan bekommt Score. Solan war doch der Name von dem Zwerg im Käfig. Da ist Dodor Kakosmir. Mir. Das ist wahrscheinlich auch irgendeiner unserer Zwergen gewesen, oder? Description. Ja, das ist Dodoks Korps. Also das ist Solon. Und wie heißt der Zwerg hier drin?
Ollon. Ollon, Sollon und... Wie heißt du? Dudok. Ollon, Sollon und Dudok. Mann, 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 Mann. Okay, wir wollen immer noch Ollon befreien. Bevor er das gleiche Schicksal eilt wie die anderen Zwerge, die hier in den Käfigen verortet sind. Wir könnten ihn eine Pit runterschmeißen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Idee. Also nicht die Todespit da bei den Goblins, sondern eine ganz kleine irgendwo. Wo machen wir die? Machen wir mal hier. Schön mittig. Ein Channel. So. Dürfte ja nicht allzu lange dauern. Zack, fertig. Jetzt machen wir hier eine Zone hin. Machen daraus eine Pit Pond mit P. Schiff P und müssten jetzt hier ja irgendwo unseren Goblin haben. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ollon, Sollon und Kobob? Oder wie war das? So, erstmal wieder Tab, Tab, damit wir das Ganze lesen können. Lasher, Goblin, 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 Goblin. Mehr Leute für die Goblin-Todesfalle. Ich würde ja gerne durchgehend benutzen, aber ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie genau das jetzt funktioniert. Mit dem mal kriegen sie Schaden und mal nicht. Und ich sehe hier keinen Zwerg. Die wollen mich doch veräppeln. Na gut, ist mir langsam auch egal. Soll der halt vorerst verrotten. Vielleicht habt ihr irgendeine Idee. Dann müsst ihr das ganz schnell in die Kommentare schreiben, damit ich es vor der nächsten Folge noch mache. Sonst wird er wahrscheinlich sterben. So, du baust da unten was? Die ganzen Fallen auf, sehr schön. Das heißt, wir können hier auch schon mal den Zugang frei machen. Und dann weiter an unserem Wasserproblem arbeiten. Gucken wir mal währenddessen, ob hier irgendwas rumkreucht und fleucht. Vor allem da bei dem Blutspritzer, aber das sieht nicht so aus, als wenn eine neue Spinne wäre. Und da blinken auch schon die Sachen, die ich gerne abbauen wollte. Also channeln wollte. Und das wird mehr werden. Wir müssen irgendwas richtig Drastisches machen, damit das kleine Fleckchen Leben da verschwindet. Im Notfall versuchen wir irgendwo her ein bisschen Lava zu bekommen, das ganze Feld verdampfen lassen und dann neu mit Wasser füllen. Dann ist hoffentlich der Schlamm weg. So, wo genau ist unser Schacht? Da. Gehe ich mal ganz kurz mit K schon mal dahin. So, Cursor weg. Cursor weg. Da, Pile of Mud. Immer noch da. Naja, war ja klar. Also die Ecke da. Das heißt, wir machen jetzt Channel da. Und hoffen, dass die Minenarbeiter gleich wieder umdrehen und nicht erst wieder hochflitzen, um wieder runter zu flitzen. Ah, da kommt schon wieder einer. Gut, gut. Drückt die Daumen, es ist direkt daneben. Ich sollte das mal irgendwie markieren. Und ich sollte es nicht mit K anwählen. Oh, so. Nicht mit D anwählen. Also, hier ist unsere gebaute Brücke. Zwei Felder über der Brücke ist das Feld, was wir frei haben wollen. Hat nicht geklappt. Okay. Nächster Versuch. Das Feld unten links davon. Ja, die Frage ist auch, wann bewegt sich so ein Schlammbrocken am Grund eines Sees? Wahrscheinlich nicht, wenn er nur so ein Siebtel von wegfließt, sondern nur wenn die unteren Siebtel weggehen. Und das kriegen wir so nicht hin. So, also zwei Felder nördlich von unserer Brücke. Wieder mit K hingehen. Nix. Und es ist immer noch 7 von 7. Nee, komm, jetzt machen wir was Drastisches. Wir fluten. Was fluten wir denn? Wir fluten den ganzen Bereich hier. So, da buddelst du jetzt mal. Da. Es sollte möglichst nah dran sein an unserem Feld hier. Also am besten mh,
hier. Das heißt, wir machen jetzt da ein ganz langen Korridor bis da. Dann fließt das alles hier rein und hoffentlich hier aus der Karte raus. Das heißt, wir legen das ganze Teil jetzt trocken. Das wird wahrscheinlich Ewigkeiten dauern. Aber was tut man nicht alles, damit das Fort absolut autark ist? Hm? So, buddelt euch mal da durch. Das letzte Feld machen wir dann, sobald der Korridor vollkommen frei ist. Und das mache ich auch noch diese Folge. Ich will gucken, ob das jetzt funktioniert. Und wie sich die Wasserbewegung inzwischen verändert hat. Also wie schnell das Wasser abfließt. Denn ich weiß, ich hatte früher mal Wasser abfließen lassen. Es hat echt Stunden, also Real-Life-Stunden gedauert, bis sich da einigermaßen was getan hat. Was ja nicht so realistisch ist. Obwohl, das ist sehr viel Wasser. Na gut. Buddel dich da durch. Und da kein zweiter Zwerg da ist, kannst du das letzte Feld auch gleich durchbuddeln. So, drück die Daumen. Wir wollen nur, dass ein Stück Schlamm sich bewegt. Das kann nicht so viel verlangt sein. Und lauf, 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 lauf. Oh, hat sich gleich jede Menge Blut mit reingemischt. Wahrscheinlich war der Druck so stark, dass er gegen eine Wand gepfeffert wurde. Und da bewegt sich was. Nicht so schnell, wie ich es erwartet hätte. Also, wie es realistisch wäre. Aber es bewegt sich was. So, wo ist unsere Brücke? Unsere Brücke ist da. Zwei Felder nördlich und runter. Der Pile of Mud ist immer noch da. Ja. Also ich denke mal, nächste Folge werden wir auch durchgehend durchlaufen lassen müssen, damit was passiert. Und was kommt jetzt? Eine Elfenkarawane. Ja, die können verrotten. So. Da habe ich jetzt nicht so den Nerv für. Die da. Also ja, was ich gerade sagen wollte, nächste Folge werden wir es weiter schön durchlaufen lassen. Und dann, wenn sich dann nichts getan hat, was zur Hölle machst du da unten, Zwerg? Noch den Befehl schnell wegmachen. DX. So. Und wenn sich da innerhalb von einer Folge nichts tut, dann ignorieren wir das einfach, gucken nicht mehr hier ins Höhlensystem runter. Und warten dann 10, 20 Folgen und gucken dann wieder nach. Aber jetzt machen wir jetzt mal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder.